Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Es kommen in der Zeit nicht oft Videos. Es kommt daher, weil ich gerade umgezogen bin und noch einiges zu tun habe. Ja, aber ich versuche oft Videos hochzuladen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt oder was ich machen soll. Ja, lasst eure Kreativität freien Lauf. Spiele testen oder Clash of Clans oder was weiß ich. Einfach in die Kommentare schreiben, was euch interessieren würde. Oder könnt auch mal schreiben, welches Deck gut ist mit Golem oder so. Teste mal Golem-Deck, schreibt mal oder so. Ja, was sagt ihr zu Mörser-Deck? Geschrieben, warum nur zum Minenwerfer? Weil ich es gut spielen kann, das ist voll nübig. Da kämpfen wir einfach mal. Was soll man denn sonst machen? Wenn man die Kronchest nicht hat und alle Truhen voll hat, warum sollte man dann kämpfen? Ich bin auf 2743 Pokal gewesen. Danach bin ich runtergekommen. Es steht ja eigene Scheiß mit Fair Play, ganz ehrlich. Als Fairplay gekommen ist, war es viel schwieriger. Ich kämpfe, was kommt als erstes? Level 10er, danach Level 9er, danach noch ein Level 9er. Voll fair. Hab in der letzten Zeit so oft verkackt. Guckt euch das mal an, ey. Alle haben Feuerball mit. Gegen meine Taktik ist Feuerball. Ja, sehr gut. Die meisten haben jetzt in der letzten Zeit Feuerball. Das ist das Problem. Versuche auch immer, wenn er den Feuerball gerade verschwendet hat, Musketier-Army zu setzen. Oder Prinz mit Riese und Lakaien. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann verschwendet er den Feuerball, dann setze ich Musketiere dahinter. Bald mache ich mal ein neues Deck. So, jetzt warten wir mal kurz, bis jemand mit mir kämpfen möchte. Bis gleich. Gerade als ich Pause gemacht habe, kam da jemand. Star Galaxy. So, meine Taktik ist immer Riese mit Musketier-Army, was auch sonst. Danach mache ich eigentlich noch gerne immer... Oh. Nee, ne? Danach mache ich immer noch die hier hinter. Und einfach alles dahinter, aber er macht eh Pfeile oder so. Oh, Feuerball. Feuerball. Das könnte ein Problem werden. Komm, holt den Scheiß noch weg. Sehr schön. Boah. Massiven Schaden. Oder versuche ich mal jetzt eine Mega-Kombi. Prinz Lakaienhorde. Nee. Prinz mit Musketier-Army und Riesen. Ich setze mir lieber nicht den Prinz. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Oh. Okay, das wird, glaube ich, nichts. Die machen mir viel zu viel Schaden. Da muss man mal wegholen. Wenn jetzt noch welche rauskommen. Oh, nee. Oh, das könnte der Sieg sein. Nein. Er hat uns noch keinen Schaden gemacht, was sehr nice ist. Aber es ändert sich sicher gleich. Ja, der Riese macht das. Oh. Oh no. Da bekommen wir richtig auf den Sack.
Boah, das hat er sie echt sehr gut gemacht. Oh, ich bin erstaunt, wie gut die Taktik ist. Also wenn man richtig kontert mit Hex, wie man gesehen hat, danach setzt man auch Musketiere oder so hin. Danach hat man wieder volles Elixier und der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt. Dann setzt man einfach den Riesen und danach noch wieder eine Hexe, weil man ja das Elixier wieder voll hat. Denn kann man schon richtig rasieren. So, jetzt warten wir nochmal auf einen weiteren Kampf. Bruder ist der nächste. Mal sehen, wie wir abschneiden werden. Oh, es leckt. Okay, jetzt geht's wieder. Der Sepp nervt richtig hart. Wenn man ihn im richtigen Moment macht, ist er einfach zu gut. Es leckt ein bisschen, das ist schade. Aber wir haben ihn auch schon gut auf die Mütze gegeben. Kommt der Tipp auch noch mit Entferner. Okay, ja, definitiv das Deck schon vorher gesehen. Es kommt gleich wieder sein Inferno. Ja. Nice. So, das könnte jetzt der erste Tower sein. Und ja, es sind nach. Ne? Zum Glück leben die Lakaien noch oder haben sie gelebt? So, den Tower holt er sich auch. Hat der Sepp. Ich glaube, der Sepp würde nicht ausreichen. War das schlau, das war. Nein, er macht gleich Feuerball. Ja, ich hab's gesehen. Mal sehen, ob sie gleich seinen Sepp verschwindet. Oh. No. Danke. Das wäre der Sieg, würde ich sagen. Ach nee. Da hat er sich noch mal ganz gut draus gerettet. Okay, das wäre gefunden. Aber er hat sich nicht schlecht geschlagen. So, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Okay, was war das? Hm, schade.
Niklas, wenn das für dich ist, ich wollte dir spenden. So, das war's mit dieser Folge von Clash Royale. Ihr könnt ja mal eure Video-Ideen, Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Clash Royale. Macht's gut und tschüss.